Let's Play Nintendo 64 Folge 181 und wir spielen immer noch San Francisco Rush, diesmal den dritten Teil, San Francisco Rush 2049, und hier sieht man schon eine kleine Demo und das Ganze spielt im Jahr 2049, also geht Rush mit dem dritten Teil so ein bisschen abseits des Weges. Wir sind immer noch in San Francisco, aber die Prämisse mit Zukunft und gleitenden Autos, die ist natürlich eine ganz andere. Erschien im November 2000 bei uns und wie ihr merkt, so Menüstruktur, Musik, die ist relativ ähnlich zu den ersten beiden Spielen. Wir können hier also Folgendes auswählen. Wir können gucken, mit wie vielen Personen wir spielen. Ich bin natürlich alleine, deshalb hier Player One. Wir können uns die Track Records angucken, Video, Audio reingehen, aber hier seht ihr, da ist alles relativ obligatorisch. Wir können kein Widescreen einstellen, obwohl das Spiel ja eigentlich mit einem Release im Jahr 2000 eines der späteren N64-Spiele war. Aber ja, in den Optionen können wir ja zumindest die Sprache ändern. Das machen wir jetzt mal. Alles andere bleibt einfach mal auf an, wie die Streckenkarte, das Radar, die Fahrzeit, alles passt. Und dann gehen wir mal in das Spielmenü. Also wir können hier nochmal ein Controller-Pack wählen, oder was ist das? Das ist die Steuerung natürlich, aber die gestaltet sich eigentlich genauso wie bei den Vorgängern. Hier ist das Controller-Pack, da können wir noch was einstellen. Ich kann jetzt erst einen Spieler erstellen, den dann abspeichern auf dem Controller-Pack. Lasse ich jetzt in diesem Fall einfach mal sein. Wir können auch einfach nur spielen. Und hier haben wir jetzt die Modusauswahl. Wir können ein Rennen fahren, wir können Training machen, Ghost Rennen, das ist wahrscheinlich so eine Art Time Attack Modus, eine Rennstrecke aussuchen oder in den Stunt Modus reingehen. Ich glaube, das ist der Stunt Modus. Ich fahre ein ganz normales Rennen, damit wir die Spiele auch miteinander vergleichen können. In den vergangenen beiden Episoden meiner Let's Play Nintendo 64 Reihe haben wir uns ja die beiden Vorgänge angeschaut. Hier sind die Strecken. Wir haben einmal Marina, einmal Haight, Civic, Metro. Und ja, erstmal die. Also wir haben vier Strecken zur Auswahl anfangs. Ich glaube, man kann später zusätzliche Strecken freispielen, aber es ist schon Ewigkeiten her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und, sorry. Und wenn ich es gespielt habe, dann eigentlich auf dem Dreamcast, denn da war es irgendwie besser. Hier können wir Schwierigkeitsgrad einstellen, auch ganz interessant, mit so einem Slider. Tote. Nein, machen wir nicht. Wir lassen das erstmal soweit und fahren einfach die Marina-Strecke. Das ist die erste. Gucken wir uns die mal an. Hier die Wagenauswahl. Wie ihr seht, die Wagen sehen deutlich besser aus von den Modellen als noch in den Vorgängern, aber sind natürlich auch recht futuristisch angehaucht, wie dieses Formula One Car, 8-Ball oder B-Ball. Das kann ich jetzt hier nicht so richtig erkennen. Ich glaube, der heißt 8-Ball. Ja, wie die Billard-Kugel. Super GT, Bruiser, Rocket ZX, Magnum und hier wieder Formula One. Also ich kann mich jetzt für einen Wagen entscheiden. Ich kann mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal den Magnum. Wir können das Getriebe ändern, Handling anpassen, Normal, Könner, Extrem. Ich fahre jetzt einfach mal auf Normal. Wir können hier vieles weiter einstellen. Wir können die Flügel anpassen. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit komme, dass ich euch die Flügel zeigen kann, weil dafür braucht man schon recht große Sprungschanzen. Und wir sind im Spiel. Hat nur 3 Minuten gedauert. Also, wie ihr seht, alles noch beim Alten. Was natürlich sich extrem verbessert hat, ist die Grafik. Wir haben hier ein recht schönes, klares Bild für N64-Verhältnisse. Kein Nebel, sehr schöner Streckenbau und allgemein, klar, das Ganze ist ein bisschen pixelig, aber das hat das N64 mit seiner Auflösung so an sich. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, solltet ihr ohnehin das Ganze auf der Dreamcast spielen, denn da erschien das Spiel auch drauf und ist allgemein die bessere Version. Die Dreamcast-Fassung gab es dann noch in der Arcade Midway Treasures 3 Kompilation, ein paar Jährchen später auf dem Gamecube, auf der Xbox und auf der PS2, wobei ich dazu sagen muss, dass die Gamecube-Fassung der Arcade Midway Treasures nur in den USA erschien. Also wir Europäer haben die auf dem Würfel nicht bekommen, dafür aber auf der Xbox und auf der PlayStation. Und es spielt sich relativ ähnlich. Also ihr seht, an der Grundprämisse hat sich nichts getan. Außer dem futuristischen Setting ist alles soweit gleich geblieben. Ich glaube, man kann in dem Spiel weiterhin in Rauch aufgehen, wenn man jetzt mit Vollgas gegen eine Wand fährt zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist das Handling echt gut. Man hat wieder haufenweise Abkürzungen, die ich aber in dem Spiel nicht kenne. Weil ich zugeben muss, dass ich Rush 2049 tatsächlich noch weniger gespielt habe als den ersten Teil. Also bei mir war das Go-To-Spiel, habe ich euch ja in den vergangenen Videos erzählt, Rush 2.
Und das ist, hier, da konnte ich die Flügel ausfahren, gebracht hat es mir aber nichts, denn der Wagen hat sich gedreht. Also mit Z kann man die Flügel ausfahren. Man kann hier irgendwelche Münzen suchen, aber das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden und habe mich da auch ehrlich gesagt nie mit beschäftigt. Wenn ich es gespielt habe, dann nur ein bisschen auf der Dreamcast, die N64-Fassung. Ja, die liegt eben sammlungshalber hier, wobei ich dazu sagen muss, wenn wir schon über Sammlung sprechen, Rush 2049 ist das teuerste Rush-Spiel und mit das eins der teuersten N64-Spiele überhaupt. Also wenn ihr das Spiel in OVP irgendwo sucht und kaufen wollt, dann müsst ihr schon mehrere hundert Euro in die Hand nehmen. Das Spiel ist inzwischen teurer geworden als ein Conquer oder StarCraft, würde ich mal behaupten. Vor allem in komplettem Zustand. Ich besitze leider nur das Modul. Die OVP fehlt mir, aber ich glaube, das ist ein Spiel, was ich mir nie leisten werde, in komplettem Zustand. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Glück und finde das irgendwo. Aber so wie es gerade ist und wenn die Blase, diese Retro-Game-Blase nicht platzt in Zukunft, dann wird da nicht viel passieren. So, ich kann jetzt die Flügel ausfahren und dann hier ein bisschen gleiten. Aber auch diese Spielerei mit den Flügeln habe ich nie sonderlich verstanden, weil viel bringt es eigentlich nicht. Man kann ja nicht fliegen oder so. Ich könnte jetzt probieren, mal ein paar Abkürzungen zu suchen. Erster werde ich eh nicht mehr. Aber das ist im Grunde die erste Strecke relativ unspektakulär. Aber verleiht so einen guten Eindruck von dem, was uns denn im Spiel erwartet. Erschien 99, zuerst in den Arcade-Hallen, wurde damals wie die beiden Vorgänger von Atari Games entwickelt und ist dann von Midway auf Konsolen portiert worden. Es gibt sogar eine Game Boy Color-Version davon, aber die ist wirklich nicht sonderlich gut. Ich nehme jetzt mal eine neue Strecke oder vielleicht auch einen neuen Wagen, komm. Wir fahren mal in den Heights und ich nehme jetzt mal den Rocket. Mal gucken, wie der sich steuert. Ich habe die Game Boy Color Fassung, glaube ich, noch nie gespielt, muss ich sagen. Ich glaube, das Spiel erschien auch auf Windows-PCs. Aber ich weiß definitiv, dass es das auf dem N64, auf der Dreamcast und auf dem Game Boy Color gab. Uns gehört, wenn man so den Pressemenschen von damals glauben mag, die das Spiel vor inzwischen 23 Jahren reviewed haben, zu den besseren N64-Rennspielen. Also man würde das wahrscheinlich in einem Satz mit Beetle Adventure Racing und World Driver Championship und Top Gear Overdrive und so nennen, was ja für das Spiel spricht. Ich habe nur damals so viel Rush 2 gespielt, dass ich Anfang der 2000er oder Ende 2000 ja eigentlich, wo das Spiel erschien, schon mit anderen Spielen beschäftigt war und Rush an mir einfach vorbeiging. Wenn wir uns mal überlegen, 2000 gab es schon ein Perfect Dark, ein Banjo-Tooie, kam es 2000 oder 2001 raus, ich meine 2000 auch, und natürlich so ein Donkey Kong, da gab es einfach deutlich mehr Spiele in Turok 3, die mich zu der Zeit mehr gereizt haben als Rush 2049. Ich mochte auch diese Zukunftsprämisse damals irgendwie nicht. Von daher waren das die Gründe, warum ich damals nicht zugegriffen habe. Und wie ihr merkt, ich kenne keine einzige Abkürzung. Ich fahre jetzt einfach mal hier straight der Straße entlang und versuche hier aufzuholen. Aber ich glaube, dass der Zug abgefahren ist. Aber ja, das ist die Rush-Trilogie auf dem N64. Und ich werde immer wieder, auch von den ganz vielen neuen Zuschauern, die jetzt in den vergangenen Wochen dazugekommen sind, angesprochen, warum ich denn nicht die guten N64-Spiele teste. Also es tut mir leid, aber ich muss an dieser Stelle nochmal wiederholen, ich spiele in der Let's Play Nintendo 64-Reihe alle N64-Spiele an. Das heißt, wir haben nicht ohnehin und nicht ohne Grund 181 Folgen. 181. ist jetzt Rush 2049, die 180 davor waren alles Spiele, die mit dem Buchstaben A anfangen und mit dem Buchstaben R enden. Das heißt, ich spiele in dieser Videoreihe das PAL-Alphabet durch. Wenn ihr also Videos zu Lylat Wars, Zelda und so weiter gucken wollt, dann schaut euch die jeweiligen Buchstaben an in der Playlist und dann werdet ihr sicherlich fündig. Ich werde hier wahrscheinlich nichts mehr reißen. Und okay, ich dachte, hier kann man durchfahren. Konnte man nicht. Gut. Dann eben nicht. Was wir mal machen könnten, wir könnten mal den Smoothing-Filter einschalten. Gucken, ob der dem Spiel was gibt. Ist er jetzt an? Nein. So, jetzt ist er an. Also, wir haben jetzt Smoothing. Mal gucken. Oh, das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Ist nicht so kriselig, aber muss man Fan von sein. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Findet ihr es mit Smoothing schöner? Oder ohne?
Ich bin ja ein Freund, oder ich war früher ein Riesenfreund von diesem Smoothing-Filter, auch damals beim RAD2X-Kabel und so weiter habe ich das ja gerne genutzt mit meiner RGB-gemonterten Konsole. Aber immer mehr, so wie ich N64 gespielt habe, es kommt vielleicht auch daran, daher, dass ich halt vieles auf die Röhre gespielt habe in den vergangenen Monaten, dass hier aktuell Rush 2049 spiele ich auf dem Monitor. Dementsprechend sehe ich also jetzt hier auch die Effekte des internen HDMI-Mods. Da oben ist was, ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Aber ja, inzwischen mag ich diesen Smoothing-Filter bei N64-Spielen nicht so richtig. Ich mag eher dann das Original wieder. Ich stelle den jetzt auch mal kurz wieder ab. So, ich finde es so einfach irgendwie originaler, wenn ihr so wollt, keine Ahnung. Es gab ein viertes Rush-Spiel, der Vollständigkeit halber, falls sich einer fragt. Das erschien dann auf der PlayStation 2 und auf der Xbox mit LA Rush. Also im Grunde war Rush 2049 das letzte offizielle Rush-Spiel, was auf einer Nintendo-Konsole erschien. Jetzt hier auf dem N64 und später dann, wie gesagt, in den Staaten nochmal auf dem GameCube als Teil der Midway Arcade Treasures Collection. Wieso konnte ich den Fall jetzt nicht umfahren? Und ich glaube, mehr kann ich euch zu Rush 2049 nicht erzählen. Irgendwie, also jetzt, wo ich jetzt die zwei Strecken gefahren habe, kann natürlich daran liegen, dass ich so weit abgehangen bin. Aber ich fand die reine Action auf den Straßen, allein durch die wirre Verkehrsführung, in den ersten beiden Teilen besser. Also rein von der Qualität des Spiels, von der Streckenführung, von den Autos, von der grundsätzlichen Spielbarkeit, vom Handling, vom Spielgefühl, wenn ihr so wollt, gefallen mir die ersten beiden Rush-Spiele einfach besser. Ich würde das gerne zur Diskussion stellen. Ich würde gerne euch fragen, welche der drei Rush-Spiele ihr bevorzugt, wenn ihr jetzt heute ein Rush-Spiel spielen würdet. Welches wäre das? Der erste, der zweite oder der dritte? So, ich bin auf dem sechsten Platz gelandet, das war echt nicht gut. Wir spielen nochmal eine Strecke an und schauen jetzt einfach mal Civic an. Die sieht ganz nett aus mit Sonnenuntergang. Und dann soll es das auch gewesen sein für die 181. Folge Let's Play Nintendo 64. Ich möchte die Serie dieses Jahr beenden, deshalb werden die Nintendo 64 Folgen jetzt zunehmen in ihrer Häufigkeit. Ich hatte mal überlegt, zweimal die Woche eine zu machen, das habe ich schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Da hatte ich den N64 Dienstag und N64 Donnerstag, da gab es also immer zwei Folgen. Da ging es dann auch recht zügig voran. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das in diesem Tempo beibehalten kann dieses Jahr, vor allem wenn ich noch an anderen Projekten arbeite, auch für den Zweitkanal natürlich. Aber zumindest einmal in der Woche möchte ich die Let's Play Nintendo 64 Folgen bringen. Und das nächste Mal, hier so eine kleine Vorausschau, sehen wir uns wieder ein Rennspiel an, aber ein ganz besonderes, nämlich Scars. Das war damals ein Fun Racer mit so einer Tiermechanik von Ubisoft. Den fand ich damals schon richtig cool, habe ihn auch hier und da schon mal in Videos als Hidden Gem bezeichnet und freue mich da sehr drauf, weil ich den, wie gesagt, damals sehr mochte und gespannt bin, wie er sich heute im Jahr 2023 noch hält. Aber bis dahin ist noch was. Ich will jetzt erstmal mit euch über San Francisco Rush 2049 sprechen. Ist ein gutes Spiel, gar keine Frage. Persönlich gefällt es mir halt nur, wie gesagt, nicht so gut wie die ersten beiden Teile, aber ist alles Ansichtssache. Oh, da waren Jets, das sah ganz cool aus. Ich glaube, Rush würde als Reboot heutzutage funktionieren, wenn man das so ähnlich aufziehen würde wie Cruisin' Blast. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist es ja schon fast erschienen. Wenn man dem Ganzen so einen modernen Spin verleiht, wo man so durch total verrückte Strecken fährt mit Dinos und UFOs, so ähnlich wie das Cruisin' Blast gemacht hat, mit der arcadigen Steuerung und dieser Explosionsmechanik, nenne ich sie jetzt mal, mit dieser Takedown-Mechanik, vielleicht wie bei Burnout so ähnlich, dann glaube ich, könnte Rush auch heute noch als Reboot funktionieren. Ich frage mich nur, ob wir jemals wieder ein Rush-Spiel sehen werden. Ich wage es zu bezweifeln. Weil nachdem Midway ja nicht mehr da ist, bin ich mir auch nicht mehr sicher, bei wem die Rechte an der Rush-Reihe liegen. Ich habe keine Ahnung. Wäre mal interessant zu erfahren. Wenn ihr also wisst, wer die Rechte an der Rush-Reihe hält, schreibt das gerne in die Kommentare. Ihr Lieben, mit diesen Bildern hier aus der dritten Strecke von San Francisco Rush 2049, genannt Civic, und einem guten dritten Platz
verabschiede ich mich von euch für dieses Mal und hoffe, dass ihr Spaß hattet an der Folge. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Erlebnisse und Erinnerungen mit San Francisco Rush 2049. Ich danke allen, die bei der Let's Play Nintendo 64-Reihe einschalten. Sie zählt nun mal zu meinen schwächsten Videoreihen hier auf dem Kanal, erzielt mit Abstand nicht so viele Klicks wie andere Videos. Aber es freut mich, wenn ich N64-Enthusiasten mit dieser Art Videos begeistern kann. Und wie gesagt, wenn ich dann irgendwann mal die Reihe beendet habe, habe ich eine ganze Videobibliothek an PAL N64-Spielen geschaffen. Und das war ja ursprünglich mein Ziel und das ziehe ich auch durch. Kommt gut in das neue Jahr und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Scars. Und mit dieser schönen Explosion bin ich weg. Danke an alle Patreons und Kanalmitglieder. Wir sehen uns. Adios. Euer Andi.